So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist meine Pflanze, die habe ich letztens gefunden, als ich den Pappmüll weggebracht habe. Stand das so einfach auf der Mauer in einem Keramiktopf, fand ich richtig genial. Habe ich gleich mitgenommen, stelle ich mir jetzt immer hier hin, damit ich was zu gucken habe, wenn ich was teste. Und wir möchten wieder was testen, was wir eigentlich schon mal getestet haben. Ich habe doch letztens irgendwann vor 100 Jahren mal den großen Ayran-Test gemacht mit verschiedenen Ayran-Sorten, Marken, Produkten, wie auch immer. Da war auch der Müller Ayran dabei, den es damals ja schon limitiert gab in der Eco Fresh Edition. Und jetzt stand er wieder im Regal und Pupsi hat gesagt, guck mal da. Und da habe ich geguckt und habe gesagt, braucht man nicht, Eco Fresh Ayran. Hat man doch schon. Hinten sieht er nämlich ganz normal aus. Aber der Name hat es mir angetan. Featuring Ecofresh Müller Ayran Mann. Das haben die jetzt hier gedacht. Die sind schlau, weil der Ramses so gerne den Durchfallmann guckt. Durchfallmann. Ihr kennt das vielleicht noch aus den Streams. Haben sie jetzt hier einfach Ayran Mann drauf gemacht. Und schon ist das ein Superheld. Und schon schmeckt das genauso wie davor. Sieht aber irgendwie lustiger aus. Kennt ihr die Ayran Mann Special Edition von Müller Ayran? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Joghurt, Wasser, Salz, sonst nichts. Da werden wir kurz mal einen Schluck probieren. Was ist das? Da kam gerade ein Vieh und hat mich angegriffen. Schmeckt wie Ayran, aber ist nicht der beste Ayran, den ich bisher getrunken habe. Weil ich fand den in diesen Packungen ja immer noch am besten. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir den mit dabei hatten von Müller, fand ich den auch ein bisschen zu wässrig. Hat mir ein bisschen was gefehlt an Gewürzen. Da ist halt wahrscheinlich nicht so viel Salz drin, denn alle anderen waren ein bisschen dicker, ein bisschen cremiger. Haben eher eine Konsistenz gehabt, wo du denkst, du musst sie kauen. Hier, das fließt einfach durch und das war's. Das ist also eher eigentlich wie eine Milch normal. Aber Ayran mag ich ein bisschen mit mehr und auch präsenter und vor allem auch würziger. Wir werden uns das jetzt hier in das Super Ernesto Glas schenken. Ein Thumbnail habe ich nämlich auch noch nicht gehabt, fällt mir gerade ein. So, Ernesto ist am Start, der Ayran Mann ist auch am Start. Featuring Eco Fresh. Und dann können wir das Ganze jetzt mal so in die Kamera halten fürs Thumbnail. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Boah, wir sehen uns beim nächsten Mal. Trinkt ihr gerne Ayran? Ja, nein, passt am besten zum Döner. Habe ich aber jetzt nicht hier. Ich habe nur meine Topfpflanze. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Zischt wie Apfelsaft.